Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen bei Exos Zockt. Ja, was zockt er denn? DayZ Epoch und zwar in der Arma 2 Modifikation. Heute nicht ganz alleine, neben uns ist hier unser freundlicher Herr aus der Hölle, der Lucifer. Mahlzeit. Ja, wo stecken wir hier? Wir haben hier so ein kleines Verkehrshinweis-Ortsschild. Und zwar, wir fahren jetzt nach 4EPHO Tetris-Zeichen OPCK. Ja. Und zwar, wenn wir auf der Karte gucken, dann haben wir nämlich hier Entschlüsselung der ganzen. Und zwar nach Tschernogorsk. Ja. Und da vorne liegt was auf der Straße. Was ist denn das? Das ist ja merkwürdig. Wo kommt denn sowas her? Das sieht tot aus. Das ist nicht mehr ganz lebendig. Was ist denn das da vorne? Ach, das da kommt noch was. Ja, da kommt noch einer. Egal, wir fahren jetzt in die Stadt hinein. Ja, die Fahrt hierhin haben wir ein bisschen offscreen gemacht. Haben wir gedacht, ja, ist nicht so ganz spannend. Ihr habt aber ein interessantes Gespräch verpasst. Und zwar ging es da um die Sauberkeit, ja, der Frontscheiben. Ja. Da ging es darum, ob der Dreck von draußen kommt oder vom Rauchverhalten vom Lucifer. Und da hat er gesagt, nee, nee, nee. Und dann hat er gesagt, naja, nicht, dass das nachher so aussieht wie bei Shino Shong. Ja, ja. Gut, wir sind schon angekommen. Da ist es, da war die Schrift gerade. Jo, jetzt bin ich überlegen, welchen Teil der Stadt gucken wir als erstes an. Ich würde sagen... das TEC-Gebäude als allererstes Mal, oder? Das TEC-Gebäude? Was ist ein TEC-Gebäude? Ja, das direkt vor unserer... Tech-Gebäude. Ja, können wir angucken. Ich weiß aber nicht, ob wir da rein können. Das weiß ich jetzt doch, nicht. Doch, natürlich. Da kann man rein. Ah, bestimmt. Gut, dann get out hier. Dann Lok Ural und dann rinnen wir hier. Ja, Moment, Moment. Ja, geh du mal hoch. Jojo, ich hab einen Zombie hinter mir. Das ist immer noch hinter mir. Du bist dir sicher, dass man rein kann? Hast du jetzt den Ural gelockt? Ja, hab ich gemacht. Dankeschön. Kommst du da nicht mehr raus? Nein. Du kommst nicht mehr raus aus dem Ural? Das ist ja mal cool. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir haben Sinn gefangen. Den freundlichen Herr aus der Hölle. Unlock Ural, dann komm mal raus. Ja. Ist ja geil. Lok Ural. Ich sehe übrigens, ich habe noch gar nicht Display Names. So, Display Names ist. Ich würde mal eher empfehlen, die Leiter hier hochzuziehen. Ja, ja, ich bin dabei. Ich komme ja mal so hinterher geschlempelt. Oh, als Frau kann ich hier da mal so auf den Hintern gucken. Oh, hast du einen tollen Schritt drauf? Jo. Und du bist sicher, dass man hier reinkommt? Hier ist keine Tür. Was ist denn hier? Keine Tür. Aber hier oben liegt was. Hier oben liegt ein Teil. Eine fette Ausbeute von einem Kompass. Ball. Also Luzi, das hat sich gelohnt, hier hochzugehen, muss ich dir sagen. Alter. Ja, hier geht über studieren, ne? Ja, ja. Ich wollte schon sagen, ich bin hier noch nie auf so ein Gebäude hier gewesen. Ihr seid, das kann ja nicht sein. Was haben wir hier noch? Oh, hier liegt noch mehr. Du rennst schon wieder runter. Ja, dann nimm doch mit. Wir haben Painkillers, wir haben Antibiotika. Wow, was wir alles haben. Was haben wir hier hinten? Da ist auch noch was. Da, oh, da ist noch mehr. Tatsächlich, was haben wir denn da? Irgendwelche Objekte, die mir nicht ganz angezeigt werden. Aha, jetzt. Ja, 0,45er ACP. Jo. Das geht immer, ja. Jo. Ja, aber... aber? Hast du alles schon eingesammelt? Jojo. Oh, hier hat noch was. Jojo. Das Dach ist ganz ergiebig. Box of Matches. Hey. Na. No. Ich muss jetzt erstmal kurz mal hier hochkommen. Wieso? Weil wir haben einen Zombie-Drohne. Boah, das sah ihn gerade sehr kriminell aus. Das sah aus, als würdest du gleich runterfallen oder so. Ist der Zombie immer noch unten? Ich sehe mal jetzt keiner. Ja, doch, ich sehe ihn an der Leiter. Ja, ja, einer muss Lockvogel spielen, ne? Ja.
Dann mache ich das. Ich merk schon, ja. Du machst das da. Ja, hätte ich mich doch runter. Ja, ja. Das muss schnell gehen. Und hat geklappt. Na, geht doch. So, ich laufe mal hier Richtung Industrie rein. Oh, mal kicken. Wie Industrie rein? Wo bist du jetzt? Naja, so ein bisschen Industriezeug hier, wo die ganzen Rohre sind und so. Hier ist so ein kleines Gebäude, das ist nicht betretbar. Da liegt ein Zombie auf dem Boden. Hier muss noch ein anderer Spieler sein. Hier liegt ein toter Zombie auf dem Boden. Ja, dann sollten wir mal von hier weg, oder? Meinst du? Ja. Keine Ahnung. Das, hier sind wir auch ein bisschen zu viele Zombies. Komm mal bitte zurück und sperren wir hier auf. Bist du nervös? Ich mag jetzt nicht hier sterben. Na gut, dann komme ich zu dir hin. Also ich renne mal jetzt im Kreis. Oh jo. Bist du da, bist du? Ich hab Zombies an der Backe. Ja, ich sehe. Ein Zahnarzt-Zombie. Unlock Ural. Und rein damit. Gut, kannst du rinkommen? Mhm. Ich bin unterwegs. Du bist unterwegs. Mhm. Na, ich sehe dir ankommen, ja. Und rein da. Oh, herzlich willkommen an Bord. Jetzt warte ich mal kurz. So, jetzt nehmen wir hier ein bisschen was mit. Weil das wird uns jetzt Zeit kosten, wenn jetzt jemand, sag ich mal, sterben würde. Ja, klar. Deswegen wäre es nicht so praktisch. Ja, guck mal. Also, wir haben einmal einen Zahnarzt erledigt, zwei Rechtsverdreher und einer von der Bundeswehr. Ah ne, da ist noch einer. Oh, Slenderman. Gut, okay. Jetzt bin ich hier irgendwie so blöd drin gefahren. Jetzt muss ich mal. Oh, da ist noch ein Zahnarzt, den will ich auch haben. Ah, komm her, komm her, komm her. Ah, das ist der vom HNO-Arzt. Den lassen wir mal. So, die sind ja auch wichtig. Ne? HNO-Arzt und so. Ne? Mhm. So Ohren und so ist eine wichtige Sache. So, rechts ist aber definitiv begehbar. Das machen wir auch. Ich habe gerade so komische Ruckler. Also Mensch, das große Gebäude. Ah ne, das ist nicht begehbar. Der Standalone ist es begehbar, aber hier nicht. Der Zahnarzt ist hinter dir. Der Zahnarzt? Ja, muss direkt ja. Nach hinten fahren. Ja. Ne, jetzt haut er wieder. Ach, der wusste, was ich vorhabe. Der ist nicht doof. Der hat auch der hat studiert. Gut, was ist da noch hinter uns? Noch so einer? Den nehmen wir auch mit. Ja. Genau. Oh, na, jetzt rennt er vor. Ja. Und das müssten wir haben. Ja. So, pass auf, jetzt nehmen wir mal die Gebäude hier an der Seite. Die gehen nicht. Die sind zu. Die gehen, warte mal, ich zeig dir. Get out. Wo sind die wirklich zu? Warte mal. Deswegen müssen wir mal angucken. Erstmal lockäugige Ural. Lock, lock, lock. Nee, nicht lock, lock, lock. Doch. Hier, die sind doch begehbar. Was sagst du denn da? Ja toll, ich bin jetzt drin. Im Ural? Ja. Oh, du musst rauskommen, ich sag, get out. Ich komm nochmal. Unlock. So, jetzt komm raus. Dann komm raus. Dann lock Ural. Und jetzt gehen wir in so ein Gebäude rein. Die kann man nämlich begehen. Die sind betretbar. Ich fühle mich auch betreten gerade. Ich komme hier die Treppe nicht hoch. Ich steuer gerade blöd. Da draußen schnurrt ein Zombie. Das klang gerade komisch. Ob es sowas wie Katzenzombies gibt? Ja, ich überlege gerade, weil zum Beispiel, du kennst doch mal so die typische Facebook-Benutzer, wa? Mhm. Was gucken die sich denn an und posten die? Den Scheiß. Also Katzenbilder, oder? Ja, eigentlich jeden Scheiß. Ja, aber auch ganz viele Katzenbilder. Jetzt überlege ich gerade, wenn es so viele Katzenbilder gibt, muss es auch eine Menge Katzenzombies geben. Kann gut möglich sein. Kann gut möglich sein.
Irgendwie ist zwar hier das Haus betretbar, aber ich finde nichts drinne. Ich auch nicht. Ja, nicht. Gut, dann komme ich wieder runter. Ich auch. Jo. Jetzt höre ich wieder so ein Schnurren. Das hört sich bescheuert an. Ein schnurrender Zombie. So, hast du jetzt schon Unlock? Nö, Wir noch sind nicht, ho noch nicht. ja, komm mal raus, weil hier ist mächtig viel los. Da ist mächtig viel los. Sehr viele Unlock. Zombies. Kannst rinkommen. Ja, ich komme von der hinteren Seite, weil ich Jo, habe gerade jo, jo, Zombies jo, an jo, mich. jo. Da bist du auch schon. Oh, der Zombie hat gerade gegähnt. Der hat sich so gestreckt. Ist ja interessant, dass die das auch können. Gut, da bist Oh. du drinne. Oh, da hat mir sogar eine verpasst. Der hat ja eine fast passt. Dann gehen wir ein bisschen auf Abstand. Dann kannst du dir erstmal verbinden. Nee, nee, ich blut nicht. Ach, du Aber blutest nicht. Ach so. er hat mir trotzdem eine Ach verpasst. so, du blutest nicht. Mann. Immer wieder so zurück. Gucken wir mal auf der anderen Seite, ob man da was machen können. Ich muss mal kurz was essen. Warte mal, hier sieht es auch ziemlich unbetretbar aus, wa? Ja. Gucken wir mal, ob wir hier durch den Zaun durchkommen. Ob das hier. Ja. Jetzt nehmen wir erstmal das halbe Interieur hier mit. Wir reißen alles ein. Ne? Also, wir sind so ein bisschen Abrisskommando. Sieht sowieso hier alle zerfallen aus und ja. Oh, jetzt. Auf dem Hinweg hier so schön sauber gefahren und jetzt nehme ich alles mit, wa? Ja, das. Warte mal, da vorne sieht doch sehr nach Lagerhalle aus. Die will ich mir mal angucken. Warte mal, das. Das ist doch bestimmt begehbar. Jetzt haben wir direkt hinter uns schon Zombies, toll. Warte mal, get out. Da ist eine Lagerhalle, dort ist eine Lagerhalle. Juh, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Nix, nix, nix. Auch nix, nix. Hinter dir kommt ein Zombie rein. Der lächelt. Nicht, Sag dass du mal. das nicht abgeschlossen Sag hast. mal, es ist nicht abgeschlossen, ist offen. Ich gehe jetzt noch in Okay. die andere Lagerhalle hier rein mit diesen komischen schrägen Dingern. Ey, sag mal, ist hier überhaupt was? Ah, hier ist was. You found ein Jerrycan. Wir haben wieder ein bisschen Gratis-Sprit. Super. Ja. Und dann habe ich noch was gefunden. Was das hier auch immer ist. Ein portablen Generator. Ich habe einen Generator gefunden. Super. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir den gebrauchen. Aber Generator ist schon mal Gen. Oh, ich habe noch was gefunden. Jetzt finde ich. Ein Pfeil. Nee, Pfeil brauchen wir nicht, wa? Dann habe ich den auch gleich mal wieder gedroppt. So, da hinten ist da noch mal was. Schauen wir mal die Lagerhalle an. Hinter mir höre ich irgendwie was Zombie-mäßig. Oh, drei Stück sogar. Weil Drei, drei, drei. Oh, die lieben mir. Kennt man ja. Das Übliche halt. Oh. Muss ich erstmal gucken, wie ich in dieses Gebäude reinkomme. Geht das überhaupt? Theoretisch. Ja, hier. Okay, bin mal schon drinne. Sehe ich erstmal hier hoch. Hoch ist immer gut. Oh, gehen wir mal hier lang. Gehen wir da lang. Gehen wir dort lang. Dann haben wir schon mal was gefunden. Einmal Pinkers. Oh. Dann jetzt mal hier hoch. Jetzt komme ich in das Office-Gebäude oben rein. So ein kleines Minibüro oder so hier von der Lagerhalle so. Ja. Oh, hier ist auch was. Oh, hier ist wirklich was. Oh, was haben wir denn da? Wir haben, oh, ganze Menge. Also erstmal Open Back. Was haben wir denn da? Chemielight, Chemielight, Bandage. Joa, kann man immer nehmen. Ist noch was hier? Nö, da ist nichts, da ist nichts. Ah, so der fette Loot fehlt noch. Wisst ihr, wo man sagt, boah, geil, wisst ihr? Wie zum Beispiel einmal Full Tank hier. Einmal Full Tank.
Ich hab einen Tank gefunden. Jetzt brauchen wir noch einen Heiler und einen Damager. Yeah. Apropos, weißt du eigentlich, warum auf Englisch der Begriff Tank existiert, also für Tank? Keine Ahnung. Also die ersten Panzer, die gebaut wurden, die hatten wirklich das optische Design eines Tanks, um halt nicht aufzufallen. Okay. Oh? Kann sein. Ich habe gefunden eine Waffe. Sehr schön. Ich habe gefunden. Was habe ich denn jetzt hier noch gefunden? Ein Fuel Barrel, der leer ist. So, was habe ich denn überhaupt für eine Waffe gefunden? Eine M4A1 CCO. Ja. Was Militärisches. Ja. Ja, hier sehe ich sonst irgendwie weiter nichts. Da ist nichts, da ist nichts. Jede Menge Zombies habe ich aber dafür gratis. Hier ist noch eine militärische Waffe drinne. Eine. Was ist das? Mit einem Stanag-Magazin. Oh Gott, die kriege ich aber nicht mehr rein. Das Magazin habe ich mit, aber die. Oh, hier ist noch ein Barrel drinne. Alter, was ist denn hier alles drinne? Die Lagerhalle ist noch ergiebig. So, ich komme erstmal zurück. Jetzt muss ich überlegen, wo lang zurück war. Guck mal, hier waren die Schienen, genau. Hast du das Fahrzeug gerade ein bisschen bewegt? Okay, dann bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Nee, bleib stehen, bleib stehen. Was? Oh Mann. So, ich komme ran. Lass den Zombie da Zombie sein. Der kann nichts Lebt dafür. Ja, der lebt noch, ja. er? Und jetzt kann's schnell. Das kann ich hinein, ja. Warte mal. Ah, oh, okay, so, okay. Gut, dann machen wir erstmal kurz Engino off. Ja. Ah. Ich wollte den eigentlich töten, weil ich wollte die Karre auftanken. Ach so, warte mal, dann kill. Deswegen habe ich da auch die ganze Zeit da, die Zombies getötet, Ach aber die so. kann andauernd. Und ich konnte die Karre nicht auftanken. So. Und getötet. Viel Spaß beim Auftanken. Erstmal. So, Painkiller, Painkiller. Eieiei, zwei Antibiotics. Jetzt haben wir endlich mal vier Antibiotics. Dann der Jerrycan. Dann einen Fuel Barrel, der leer ist. Dann der Fuel Parts. Der Zombie kommt gerade. Noch ein Zombie kommt. Falls du draußen stehst, weiß ich gerade nicht. Open. Dann Chemilights. Dann einmal Bandage. Was machen kannst du? Du kannst die Täter und dann kannst du schnell auffüllen. Ich soll die töten. Warte mal, dann muss ich mal kurz. Stehst du in Sicherheit? Ich bin noch im Auto. Ah, du bist noch im Auto. Okay. So, da ist noch einer. Okay. Theoretisch kann man die auch looten. Engine off. Warte mal, ich guck mal mich um. Da sieht clear aus, da sieht clear aus, clear, clear. Weißt du was? Ich guck mal die Zombies an, ob die was droppen. Ja, und schon wieder steht ein Zombie hier draußen. Yeah. Hätten wir haben hier eine Respawn-Rate, das ist abnormal, Okay. ne? So, Oh, ich wie habe viel tatsächlich Sprit ist was. drin? Wie viel Sprit ist drin? Ja, zwei Drittel. Eigentlich Okay. okay. Ja. Bist du wieder drinne bei mir? Ja. Okay, warte mal. Okay, das dürft's gewesen sein. Der dürfte down sein. Ja. Engine off und get out. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich da was zum Looten habe noch. Der ist da nicht drinne. Der ist ohne drinne. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Juhu. Empty Soda Can. Nö, das ist nicht sehr ergiebig. Okay, er ist fertig. Wow.
Ja, hau mich mal, du bist doch ganz. Nein, 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 nein. Ja, ich bin am Bluten, ich weiß. Du kannst dich auch während der Fahrt verbinden. Ja? Ja, dann mach das mal. Bandage safe? Tatsächlich. Alter Walter. Du kannst ja während der Fahrt trinken und essen. Ja, das habe ich ja mittlerweile rausgefunden, aber dass man da auch sich verbinden kann, das ist ja. Ich glaube, wir können uns auch gegenseitig Blutpacks geben. Oh. Aber das ist ja schon fast irgendwie wie Cheaten, wa? So. Ich hab Bock auf einen Cocktail. Ja. Hast du Bock auf einen Cocktail? Ne. Du hast keinen Bock auf einen Cocktail. Nee, mein Magen spielt heute nicht so mit Cocktails. Das ist mir aber scheißegal jetzt. Jetzt gibt's einen Cocktail. Weißt du, was bedeutet? Hm? Wir gehen jetzt zum Airport bei Balota. Okay. Stopp. Ich guck mal, da ist wieder so ein ADAC Dubstep Flugzeug, hä? Ja, aber das bringt uns Kohle. Das bringt uns Kohle? Ja. Mhm. Kriegst du da was wirklich raus? Nein. Ja, hätte mich gewundert. Aber das ich. Das wär's aber jetzt gewesen. Ja. Aber wer parkt denn ein Flugzeug bitte dazwischen eine Bäume? Ja, das ist bestimmt Engine-Verschiebung. Meinst du? Postkarte. Ja, danke schön. Ah. Was hast denn du zusammen? Keine Ahnung. Warte mal, ich mach mal Innenansicht. So. Ach du Scheiße. Was meine denn? Scheibe hat jetzt Patina. Ja. Ja, mach mal Innenansicht. Ihr hat Patina. Mein schönes Auto. Wir müssen mal gucken, dass wir mal neue Glasscheiben reinkriegen. Aber der Rest ist alles in Ordnung. Es ist alles knallig grün. Das ist der Hammer. Ja. Ja. Das ist komisch. Ah, mein schönes Auto. Was soll ich machen? Das ist schon eine harte Nummer, wa? Wo willst du jetzt hin? Na, nach Balota. Balota, ja, sind doch gleich ja. da. Ja, jetzt können wir hier direkt hin und dann haben wir die ersten Hallen. Mhm. Ja, da vorne sind sie doch schon. Ja? Ja. Jetzt müsste ich die erstmal reinvisieren. Ha, ha, ha. Ja, da vorne sind sie doch schon, die Gebäude. Ja? Inklusive Vogelhorst. Und was kommt da angerannt? Was ist denn für ein kleines Tier? Ein Hund, wa? Ja, Hund. Ja, ein Bello. Bello! Fahr mal den Zaun um. Ja, der ist verstärkt, das weißt du. Der war aber jetzt aber brutal verstärkt, ne? Ja, also, mein lieber Mann. Pass auf, ich nehme die Lagerhalle in Front und du nimmst die Lagerhalle rechter Hand, ne? Und dann sind hier auch schon Zombie-Aktivitäten. Oh, hier sind jede Menge Zombie-Aktivitäten. Und ich habe einmal Karglas. Wie passend. So, was haben wir denn hier? Ein Messerchen, ein M9SD-Magazin. Ich krieg hier gerade gar nichts in der Target. Du kriegst gar nichts in der Target. Dann habe ich nochmal Antibiotika. Jetzt kommen die ganzen Zombies zu mir, die lieben mich. Ja, ich euch auch. So, was haben wir denn hier? Einmal noch ein Magazin, ein M sowieso, keine Ahnung. Dann haben wir hier... unbeschriftete Dose und Grütze. Ich gehe in meine kleine Nebengebäude. Guck mal, ob das betretbar ist. Es ist nur Müll. Hier liegen Zigaretten, aber die kann ich nicht aufheben. Hast du Pech gehabt? Okay, dann auf so. Neu. Warte mal, ich guck mal, ob hier noch was begehbar ist. Das sieht nicht begehbar aus. Ich komme mal zu unser Zweckmobil. So, dann wollen wir erstmal entrümpeln. Was haben wir denn hier für ein Entrümpelungskommando? Wir haben immer die Antibiotics, dann der Carglass.
Dann der Matchbox. Ich habe eine Tür gefunden. Ein Kompass. Einmal ein Magazin. Und dann noch ein Magazin. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und den Rest des Airports und so weiter und Balota selber machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Also, Leute, bis dann. Genießt das Wetter, geht mal wieder raus und genießt einen Balota.